Moin Kumpels, willkommen zurück zu Bayonetta. Wir waren beim letzten Mal ein paar Meter gelaufen. Ja, hier den Gang hinunter. Und dann übers Wasser. Also wie Jesus, nur dann böse. Also ihr wisst schon, mit Haaren und nicht mit Glaubenskraft. Ja. Jetzt wollten wir gucken, was hier hinter dieser Wand ist. Schon wieder so eine eigenartige Wand. Die Kugel scheint nach magischen Kräften zu rufen. Ja. Hier hast du mal deine magischen Kräfte. Wurz, wurz, wurz. Und weg ist sie. Was ist hier denn jetzt los? Hallo? Ist das ein Fahrstuhl? Ach so, das ist ein Fahrstuhl. Okay. Jetzt sind wir hier. Ein durch Magie betriebener Aufzug. Menschen können dieses Gerät nicht bedienen. Sie haben vermutlich überhaupt keine Ahnung von den Ruinen, die sich unter ihren Füßen befinden. Okay. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Sind ja auch alles keine Hexen. Ihr seht schon, wie wichtig es ist, wenn wir hier einfach mal die Umgebung auseinandernehmen, damit wir Zutaten für unsere Tränke kriegen. Das ist schon sehr wichtig. Ja, kann man so sagen. Das ist sehr wichtig. Hier ist ja noch was. Schön. Ist hier noch irgendwas? Schmetterlinge. Ach, die Schmetterlinge können uns fühlen. Ach nee, wir machen die Schmetterlinge. Wollte schon sagen. Was ist da denn Leckeres? Ach, noch so ein Gecko. Ja. Okay, und jetzt? Oh Gott, das sieht böse aus. I knew it. This town's teeming with heaven's little helpers. It's making my buddies downstairs awfully nervous. And your point is? Some places in this world are closer to Paradiso or Inferno. The rat hole of the town you and I live in is close to both. But the Bygridians, it got a special air about them. They're closer to Paradiso than anyone should ever be. And that shit just plain creeps me out. I guess I'm gonna have to set up shop here and score me some halos. These stupid rings are worth a fortune back home. Since it seems you're spoiling for a fight, if you come across any of these, bring them to me, and I'll hook you up. Another one looking to line his pockets. I'm beginning to see why Enzo is so fond of you. Real cute. But let's get one thing straight. Your fights are yours alone. I'm only here to watch my handiwork in action. So don't get any bright ideas about coming to me for help. No, you get one thing straight. I'm not the slightest bit interested in the fact that you made these guns. If you get in my way, I will... How do the Americans put it? Oh yes. Bust a cap in your ass. Right on, baby. Right on. Ja, dieser Typ ist wirklich badass. Und ich mag Bayonettas britische Attitüde. Man fühlt sich so ein bisschen wie in so einem James-Bond-Film hier. Sieht aus wie das Eingangstor zum Bahnhof, allerdings ist es fest verschlossen. Es ist vielleicht an eine Alarmanlage angeschlossen. Die elektronische Anzeige über der Tür beißt sich ein wenig mit dem Flair der altehrwürdigen Mauern des Gebäudes. Das Gebäude war wohl eine alte Ruine, die als Bahnhof einem neuen Zweck zugeführt wurde. Swag. So. Machen wir mal ein bisschen Vandalismus hier. Ist ja nie weg. Ach, da laufen die Leute. Na, hast Angst? Nur weil hier auf einmal irgendwelche Sachen platzen? Tut mir ja leid. So, was steht hier denn? Ein Veranstaltungsplakat. Die Buchstaben L ähneln denen, die man auf magischen Siegeln wiederfindet. Ja, das ist aber wahrscheinlich nur Zufall. Hier ist auch noch ein Plakat. Ein Fahrplan für die einzige Transportmöglichkeit von und nach Vigrid. Sieht aber nicht aus wie ein Fahrplan, sieht eher aus wie so ein Schild für irgend so ein indisches Restaurant. Nee, gehen wir da mal nicht lang.
Erstmal noch nicht. Versteckt er sich da? Nee, das ist ein Briefkasten. Kann ja sein, dass da einer sich versteckt und Angst vor mir hat. Muss ich dem ja gleich die Angst nehmen. Wir gehen mal hier rein. Nein, diesen Knopf müssen wir drücken. Ja, drück mal diesen Knopf. Das Tor zur Hölle betreten. Ja. Piu, piu, piu. Irgendwie sind diese Knarren-Einsätze hier ein bisschen genialer. Schaut mal, wie groß diese Hülsen hier sind. Oh Mann. Und dass sie unbegrenzte Munition hat, finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert. Pling, pling. Hallo. Dieser Arsch. You here for business or pleasure? Either way, I'll hook you up. Neu! Dieses Symbol tragen nur die heißesten aller heißen Waren im Laden. Wenn du nicht weißt, was du suchst, vertrau einem bekannten Gesicht, Roden. Ladenbesitzer. Aha. Wir können uns hier neu ausstatten, zum Beispiel mit... Ja, oder mit... Ja, das gibt's sogar. Selenes Licht, was kann das? Dieses alte Band wurde von der ägyptischen Hexe Kleopatra erschaffen. Wird der Träger angegriffen, wird die Hexenzeit automatisch auf Kosten der Zauberkraft aktiviert. Als Anführerin der ägyptischen Magier erfand sie dieses Gerät, um all jenen zu helfen, die mit den Feinheiten der Hexenzeit Probleme hatten. Das ist ja wie Schummeln, ne? Was haben wir denn hier für schöne Gegenstände? Ach, lecker Lollis! Was ist das denn? Rotglühender Schuss, eine wundersame Dämonenmedizin, die eine Hexe vor der Sterblichkeit bewahrt. Wird automatisch eingesetzt, wenn die Lebenskraft leer ist. Ach so, haben wir das nicht schon? Techniken. Sprung ausweichen. Das sind Stiletto. Schlage mit großer Geschwindigkeit und Stärke auf einen Gegner ein und füge ihm Schaden zu. Dieser Stoßangriff ist auch aus dem Sprung heraus möglich. Drücke bla. Sprung ausweichen. Weiche in der Luft feindlichen Angriffen aus. Das klingt super. Rodans Schätze. Oder Roden. Roden, Roden, Roden. Rawhide. Aber hat der nur drei Waffen hier? Guck mal, das ist alles voll. Verarsch mich doch nicht hier. Ich sehe das. Okay, verlassen wir mal das Tor zur Hölle. Wir haben hier nochmal neu aufgerödelt. Kann losgehen. Piu, piu, piu. Ja, ich verspreche euch, Leute, ich werde demnächst die Spielinhalte dieses Spiels auf meiner PS3 installieren, sodass die Ladezeiten ein wenig kürzer sind. Was ist das denn für ein geiler Scheiß? Oh Mann. Okay. Das ist ja... Das sah super aus. Das will ich normal machen. Okay, jetzt können wir hier alles wieder aufsammeln, aber wir können es, glaube ich, nicht verkaufen. Wer wär's ja jetzt? Dann können wir hier ein bisschen Neiligenscheine farmen. Nö, nö, wir gehen mal weiter. Moin. Guck mal, ich kann durch dich durchlaufen. Ob man das wohl merkt, wenn so eine Hexe durch einen durchläuft? Ob man da so Magenziehen kriegt oder sowas? Ein Buch. Die Kristallhexe und der Kristallweise. Davon wurde gerade auch geredet, deswegen werde ich es jetzt vorlesen. Mit Baron, lass das, ich will das Spiel sehen. Mir interessiert die Story nicht. Die Stadt Vigrid verfügt über unzählige Bauwerke, die vor langer Zeit von zwei Clans, den Umbra-Hexen und den Lumenweisen, errichtet worden waren. Sie alle zeichnen sich durch das Wechselspiel von Sonne und Mond aus. Hinweise auf eine besondere Anschauung des Universums. Der Mond repräsentiert dabei die Hexen, die Sonne die Weisen. Der Gegensatz zeigt sich in der Stadt auf vielerlei Arten. Bei einer dieser Bauten handelte es sich um ein Statuenpaar, gefertigt aus einem hochwertigen Kristall namens Beltesten, das eine Hexe und einen Weisen darstellte. Dieser Statue schien generell eine gewisse Bedeutung zuzukommen. Aufzeichnungen berichten, wie sie bei Übungszeremonien in der Kunst über die Zeit zu wachen eingesetzt wurden, einer Fähigkeit, zu der nur die beiden Clans imstande waren und mit Hilfe derer sie Geheimnisse dem Blick der Öffentlichkeit bei Bedarf entziehen konnten.
Genauere Einzelheiten zu dieser Kunst sind leider unbekannt. Mit Aufkommen der tragischen Hexenjagden wurden viele der Hexenstatuen in der Stadt entweder zerstört oder stark verunstaltet. Selbst diese zwei einst hübschen Kristallstatuen sind von den verhängnisvollen Scharmützeln nicht verschont geblieben. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Ted Mosby. Bla bla bla, ich bin Architekt, bla bla bla, ich trage keinen Anzug, bla bla. So ungefähr. Aber ich finde es schön, ganz ehrlich. Also die Story ist... Ich mag's. Was steht hier denn? Hier ist eine einfache Karte angeschlagen. Sieht so aus, als wäre die umliegende Gegend von historischem Interesse für Touristen. Ah. Hier ist was für mich. Okay, gehen wir mal hier runter. Ist hier was im Brunnen? Nee. Wir machen uns nur die Füße nass. Was war da denn? Können wir die Bänke hier kaputt machen? Bestimmt. Piu, 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 piu. Und schön Heiligenscheine sammeln. Habt ihr schon mal eine Bank kaputt gemacht und dann kam da ein Heiligenschein raus? Oder so ein Hydranten? Ich nicht. Sieht aber schön aus hier. Oh, so viele Blümchen. Da sprießt doch das Leben. Und da kommen auch schon die Engel. Leute, ihr könnt mich nicht holen. I'm so not going to die. Das sind Applaus, Erzengel. Aha. Diese Gringos hier haben wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drauf als ihre Brüder. Aber ich auch. Dann wollen wir mal loslegen. Okay. Wir schnappen uns gleich mal den ersten mit einem Folterangriff. Und der ist Geschichte. Und zack. Gut, dass wir auch schon mitten in der Luft jetzt ausweichen können. Ja, wenn ich denn mal richtig ausweichen kann. Ja, das wäre nicht von Nachteil. So, zack, 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 zack. Was macht der denn da hinten? Hallo, habt ihr diese... Macht der da Kaugummiblasen? Und ab dafür! Wie ist so an den Brunnen gedrückt? Und was sind das denn für Teile? Habt ihr die gesehen? Das waren irgendwie Heiligenscheine mit so blauen Knügels drin. Oh, ich kenne die doch auch noch. Zack, ihr könnt mir nichts. Und Hexenzeit! Komm her! Ja, das habe ich natürlich jetzt für den richtigen Gegner aufgespart. Aber ich habe eine neue Waffe. Schaut mal hier. Oh, ein Folterangriff. Aber bitte nicht für dieses Teil. Ja, genau. So, schaut mal, wie ich damit abgehen kann. Ich kann sogar ein bisschen fliegen. Ja, fühlt sich zumindest so an. Und ein Pantherkick. Was ist ein Pantherkick? Ach so, geht der Pantherkick. Ja, das ist der reine Wahnsinn. Ein Pantherkick. Hey. Okay. Ja, das wird wahrscheinlich der Großteil der Leute hier gewesen sein. Ja, lass mich doch mal ein bisschen in Ruhe, Mensch. Vor allem du Großer da. Ja, man muss die Gegner... Ist er da am Tröten? Was ist denn los mit dir, Mann? Bleib doch mal bei der Sache hier. Tja, so einfach mache ich sie jetzt hier aber nicht. Und er Folterangriff. Boom. Tschüss. Was hast du denn hier für ein schönes Teil? Das nehme ich doch mal gleich mit. Und damit kann ich sofort die ganzen Engel auseinanderreißen. Was ist das für eine Tröte? Oh Mann. Jetzt kommt der Große. Guten Tag. Beloved. Powers. Also Second Sphere. Der ist schon ein bisschen stärker als seine Brüder. Ich glaube, das ist so deren Rangordnung da. Aber was soll ich mit der Tröte? Ach, schießen kann ich damit. Das ist ja der reine Wahnsinn. Und er macht auf Anhieb den Brunnen kaputt. Macht man doch nicht, Mensch. Den hat einer gebaut, der stolz darauf ist. Und los geht's. Zack. Ja, das wird auch morgen noch wehtun. Oh nein, hast du mich getroffen, du Sack. Komm her, komm her, komm her. Ich hab was für dich. Und das große Finale. Ja, das könnte jetzt auch ein bisschen schwer für dich werden.
Ich schieße einfach mal eine Runde. Ich glaube, das bringt in diesem Spiel nicht so viel. Okay, okay, okay. Ich hab's hier raus. Aua! Was macht der denn da jetzt? Zack! Lass mich raus hier, verdammte Axt! Sowas macht man nicht. Einfach eine Frau anpacken. Absolut unfair. Und der Klimax. Damit wäre jetzt Schluss. Oh mein Gott. Nom nom. Ach, ich kann jetzt hier noch mehr Megatonnen draufsetzen. 300. Gehen doch. Lecker. Tja, hombre. Lief nicht so gut für dich, wa? ...600 Schaden, eine Silbermedaille. Ja, hätte auch ein bisschen weniger sein können. Ich gebe es zu. Gut, das hätten wir geschafft. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Bayonetta. Bis dann, euer Mad Baron. Bye, bye.